einer Reihe fragt Bianca stehe ich jetzt hier vor einem wunderschönen Fachwerkhaus und begrüße Herrn Markus Wesselmann. Der Herr Wesselmann arbeitet bei der unteren Denkmalbehörde der Stadt Hamm. Ich begrüße ihn. Ich habe ein paar Fragen zum Denkmalschutz. Gerne. Schießen Sie los, Frau Hüsken. Ja, Herr Wesselmann, wir sehen hier ein wunderschönes Haus mit diesen fantastischen Rosetten. Was muss denn ein Käufer beim Kauf einer Immobilie im Denkmalschutz beachten? Ja, wer eine denkmalgeschützte Immobilie erwirbt, ne, da geht man da schon gleich von aus, der hat auch natürlich ein gewisses Interesse für solche ortsgeschichtlich wichtigen und bedeutenden historischen Gebäude. Und der hat ja ganz bewusst sich für ein Denkmal entschieden, wie zum Beispiel hier so ein Fachwerkhaus, vor dem wir stehen. Und wird auch dann Teil mit dem Erwerb dieser Geschichte des Hauses. Ja. Und dieses Gebäude hier, vor dem wir stehen zum Beispiel, ist nahezu 500 Jahre alt. Mhm. Wenn man sich das überlegt, das ist ein halbes Jahrtausend. Und man kann davon ausgehen natürlich, dass er auch mit einem gewissen Stolz diese Immobilie erwirbt und Teil dieser Geschichte wird, auch lebendiger Teil dieser Geschichte. Verschiedenste, viele Generationen und Erwerber haben dieses Haus genutzt und ihren Bedürfnissen entsprechend umgebaut. Ja. Und auch dieses obliegt natürlich dem neuen potenziellen Erwerber, natürlich auch gewisse Vorstellungen auch zu realisieren hier und gewisse Umbauten natürlich auch durchzuführen und den Bedürfnissen entsprechend anzupassen. Das haben die Generationen vorher letztendlich auch getan. Und dieses Gebäude birgt ja ganz viele verschiedene zeitgeschichtliche Elemente, die zeigen, wie über die Jahrhunderte sich dieses Gebäude verändert hat. Und der Denkmalschutz ist keine Käseglocke und es sind viele Dinge möglich. Natürlich müssen Maßnahmen dann auch mit der unteren Denkmalbehörde abgestimmt werden, damit man auch sicherstellt und gewährleistet, dass auch richtige Materialien auch verwendet werden für das Gebäude und so ein Gebäude letztendlich dann auch weiterhin über mehrere hundert Jahre möglicherweise dann auch existieren kann und nicht kaputt saniert wird. Und im Grunde genommen, gerade bei so einem Fachwerkhaus, ist das letztendlich egal, ob es ein Denkmal ist oder nicht. Dem Gebäude interessiert es nicht, ob es ein Denkmal oder eine Plakette hat oder keine Denkmalplakette hat, sondern will fachgerecht instand gehalten werden. Und da bieten wir auch als untere Denkmalbehörde natürlich die entsprechenden Beratungen auch und gewährleisten damit, dass fachgerecht auch durchgeführt wird. Ich erlebe es ja in meiner Praxis sehr häufig, dass Kaufinteressenten für den Denkmalschutz erstmal nicht zu begeistern sind, weil die einfach besondere Schwierigkeiten erwarten. Und da frage ich nun Herrn Wesselmann, er wird uns sicher noch mal dazu was schildern. Ja, Frau Hüsken, es kann natürlich sein, so ein Baudenkmal, was viele Jahrhunderte alt ist, das birgt natürlich gewisse Risiken für einen Eigentümer oder einen Käufer. Man kann nicht gleich automatisch pauschal sagen, diese und diese und diese Kosten kommen auf mich zu. Das lässt sich nicht immer ganz exakt natürlich kalkulieren, weil man nicht weiß, was sich hinter den einzelnen Wänden verbirgt, was für Schäden sich immer verbergen. Aber man kann nicht pauschal sagen, dass grundsätzlich eine Instandhaltung eines Denkmals teurer ist oder mehr kostet als bei einem Neubau. Oder bei einem nicht denkmalgeschützten Gebäude, sagen wir es mal so, ein Altbau. Weil es können auch Kosten eingespart werden. Letztendlich durch die fachgerechte Instandsetzung eines Gebäudes hält man ja auch so ein Gebäude auf Dauer fachgerecht und vermeidet weitere Bauschäden. Man nimmt ökologische Baustoffe, gerade bei so einem Fachwerkhaus, und hat natürlich eine besondere Nachhaltigkeit. Diese Nachhaltigkeit ist nicht unbedingt immer bei jedem Gebäude sonst und bei allen Sanierungen dann sonst so gegeben. Außerdem haben wir das schon mehrfach erlebt bei der unteren Denkmalbehörde, dass Eigentümer ein Gebäude, ihre Vorstellung realisieren wollen und ein Gebäude vollständig umkrempeln wollen. Davon kann ich auch oftmals nur abraten. Man muss versuchen, mit den Gegebenheiten möglichst bestandswahrend und materialschonend zu arbeiten. Und das kann manchmal zu Kostenersparnissen auch führen. Dadurch, dass wir sagen, aber warum machen Sie das dann so und so und so? Und im Rahmen der Beratung
Beratung haben wir andere Ideen und Vorschläge und sagen, wenn Sie doch aber diese Wand so lassen und nicht unbedingt versetzen, dann können Sie doch diese Räumlichkeiten so und so und so nutzen. Und dann ersparen sich manchmal manche Baumaßnahmen, die Eigentümer vorher vielleicht erwogen haben und dann aber plötzlich doch mehr für nicht mehr so notwendig empfinden. Also das haben wir auch schon mal häufiger erlebt, dass also Denkmalpflege sogar auch Kosten einspart. Ja. Das kann man halt auch nicht pauschal sagen, dass sich eine Baumaßnahme deswegen verteuert. Der Kauf von denkmalgeschützten Immobilien lohnt sich ja mitunter aufgrund der besonderen Fördermöglichkeiten, Herr Messelmann. Es gibt natürlich finanzielle Unterstützung, die der Gesetzgeber auch vorgesehen hat für Denkmaleigentümer. Letztendlich kann ich aber nur jeden Käufer davon abraten, nur aufgrund dieser Unterstützung ein Denkmal zu kaufen. Ziel ist es eigentlich, eventuell erforderliche Mehraufwendungen, die es halt aufgrund des Denkmalschutzes geben kann, durchaus, die etwas zu kompensieren und letztendlich die Mehrkosten abzumildern. Mhm. Die größten Einsparmöglichkeiten oder Vorteile, die bietet also die Möglichkeit, Aufwendungen von der Einkommensteuer abzusetzen. Maßnahmen, die zur sinnvollen Erhaltung und Nutzung erforderlich sind für ein Denkmal, die können zu 100% von der Einkommensteuer abgeschrieben werden, auf 10 Jahre gestreckt. Und das ist natürlich für gewisse Käufer natürlich ein besonderes lukratives Geschäft möglicherweise auch. Es gibt sogar tatsächlich also Investoren, die gezielt denkmalgeschützte aufsuchen und erwerben aufgrund dieser steuerlichen Absetzungsmöglichkeiten. Ja. Ein anderes ist, dass es vom LWL Denkmalpflegeamt teilweise auch Einzelmaßnahmen noch gefördert werden, wie zum Beispiel beim bestimmten Programm Haustüren, Fenster. Das ist aber nur eher mehr dann ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber immerhin auch ein kleiner Anreiz und eine Wertschätzung dem Denkmaleigentümer dann gegenüber eher gedacht. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit von der Kreditaufnahme, zinsgünstige Kredite über die NRW-Bank, die vielleicht jetzt gerade bei dem niedrigen Zinssatz jetzt nicht unbedingt so lukrativ sind, aber mittelfristig, wenn die Zinsen wieder steigen, dann auch ein großer Anreiz sein kann. Nun ist ja jedes Denkmal auch wirklich ein Unikat. Das gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Welt, auf diesem Erdenball. Und das ist das Besondere. Und deswegen möchte ich Herrn Wesselmann noch mal fragen, was es hier mit den Rosetten auf sich hat. Ja, wie gesagt, dieses Haus ist mittlerweile fast 500 Jahre alt und damit eines der ältesten in der ganzen Stadt. Und es ist ein ganz besonderes Zeugnis für die alte Kirchringbebauung hier. Ein giebelständiges Ackerbürgerhaus, ein Kirchhofspeicher, der jetzt hier mit auskragendem Giebel rund auf Taubandkonsolen, die zweifach gekehlt sind, und als ganz besonderes Detail sind hier diese geschnitzten, profilierten Rosetten zu nennen. Ein wirklich ganz außergewöhnliches Gebäude, was in dieser Form, mit dieser Dekoration in Hamm kein einziges weiteres mehr zu finden ist. Es ist ein ganz bemerkenswertes Beispiel für eigentlich eher einen Fachwerktypus, der eigentlich aus dem Raum Niedersachsen kommt, und ist hier ein Unikat an diesem Ort und gilt als das südöstlichste Beispiel dieser niedersächsischen Fachwerkhausarchitektur. Was natürlich unglaublich spannend ist, dass so ein Haus, was so viel 100 Jahre alt ist, voller Geschichtsspuren steckt. Und da gibt es unglaublich viel zu entdecken, was für die Hausforscher ein unglaublich spannendes Beispiel hier ist. Und wir sehen zum Beispiel hier, dass eigentlich der Brettergiebel eigentlich viel noch weiter vorkragte. Wir sehen hier diese Zapfenlöcher, und diese Zapfenlöcher verdeutlichen, dass auch dort einmal solche profilierten Kopfbandknacken gesessen haben und es noch weiterhin rauskragte. Auch im Inneren gibt es viele Umbauphasen, die verdeutlichen irgendwie, wie das Gebäude eigentlich auch mal früher ausgesehen hat, die das rekonstruieren lassen. Ja, Herr Wesselmann, herzlichen Dank für diese aufschlussreichen Informationen. Ihr merkt, Fachwerk lohnt sich, Denkmal lohnt sich. Und bei weiteren Fragen zum Denkmal fragt Bianca.